Hallo und herzlich willkommen. Hier ist die zweite Folge hier in Thüringen. Ja, weiter geht's mit der Arbeit. Wie das so ist, ne? Einfach wirklich so voll. Ich muss noch mal ganz kurz zurückfahren. Da was liegen gelassen. Auch nur ein Stückchen. Ja, wieder Montag, ne? Bei mir auch. Ich wünsche euch heute Wochenstart. So, ja, Bay und Innernsee. Ja, Innernsee ist aber besser, ne? Ja, jetzt haben wir ja wahrscheinlich April, ne? Oder? Gucken. Ah ja, April, genau, das wäre da zu sehen. April, Tag 2. Ein Tag kommt noch, wenn ich mich recht erinnere. Und die eine Wiese wird noch gespottet. Da ist mit Kurs mit bei. Da werde ich aber hier mit Kursplay fahren lassen. Die nächste Wiese ist schon mit Mähen fertig. Da muss auch mit Kursplay noch gespottet werden. Und dann auch gepresst. Ich werde mir für die kleinen Flächen Traktor müssen wir hier haben. Einen kleinen Gülle ausbringen, also Gärreste-Teile kaufen. Das ist automatisch hier gedüngt. Na gut, hier geht es eh nicht, aber ansonsten automatisch. Damit es halt von alleine geht. Zumindest in die anderen Wiesen, die jetzt gerade in Arbeit sind oder waren. Auf Feld 5, da laufe ich jetzt alleine. Also bisher hat das CP und Allrive gut hinbekommen mit Zuliefern. Die Fläche lohnt sich ja auch, ist auch groß genug und sollte eigentlich klappen. Also theoretisch. Ich verlasse mich mal jetzt drauf. Dann ist das Problem erstmal erledigt. Ich würde das dann wachsen lassen und dann nochmal komplett nochmal drüber gehen lassen. Mit Sensor wahrscheinlich. Normalen Düngerstreuer halt. Und Gülle haut meistens zu viel rauf oder Gärreste. Und das auch wäre nicht gut. Hier weiß ich gar nicht so genau, ob das notwendig ist. Ich glaube eher nicht. Müsste man vorher prüfen. Guck mal kurz aussteigen. Dann sieht man es ja, ne? Also Stickstoff ist perfekt. Und einziges, was Frage wäre Kalk. Das ist ja an sich kein Problem. Also höchstens Kalken und da drüben muss ich mal schauen, die anderen beiden Wiesen. Würde ich aber dann wirklich mit einem kleinen fahren lassen, der von Hof abholt. Die ganz kleinen Wiesen, da ist es wirklich blöd mit Zuliefern und abholen, weil da auch schlichtweg kein Platz ist. Ne? Also, aber da ist jetzt ein Hof, der eh um die Ecke ist, da macht es eh keinen Sinn. Ne? Ja, so von der Arbeitsbreite würde ich eher tendiere ich dazu, weil ich hier sogar ein Fässchen nehme. 18.000 und den das zum Spritzen ist zwar altmodisch, aber es hat einen großen Vorteil. Kein Baum, kein Strauch kann den stören. Und da brauchen wir keinen starken Traktor, nur einer, der relativ schnell fährt, ne? Also, damit das rudeln kann vom Hof. Und da könnte man sogar Hof den anderen Hof nehmen, weil da würde es ja sogar funktionieren mit Fahren, ne? Also abholen und dann, weil hier ist das für LKWs optimal, aber der andere Hof ist LKW schwierig zu meistern. Also da kommt im Hof nicht direkt, aber halt mehr oder weniger die Zufahrt, ne? Und da macht sich mit einem kleinen Anhänger besser. Ja, da muss er ein bisschen weiterfahren, ist ja auch nicht mehr tragisch. Und selbst wenn er bei der kleinen Wiese den Punkt nicht finden würde, ist auch egal.
wird trotzdem gehen. Aber das wird schon werden. Ja, ich will eigentlich versuchen, den, oder ich baue zwei neue Lager auf, Platz ist, und mache dann zwei neue Lager hin, also, oder halt den Ball, den dritten Bau hinterher nur um. Weil im Grunde müsste ich noch ein Lager bauen für normale Silage. Vom Getreide her, ne? Also GBS, wie sie sie nennen würde, ne? Oder so ähnlich jedenfalls. Da wir ja drei Sorten bestücken und drei Sorten, ich würde aber eher den Hofsilo mit Mais vollknallen. Also das versuche ich, die drei Dinger voll zu bekommen. Oder vier sogar. Ob Umbauen geht, das ist jetzt ein bisschen fraglich. Und zwar geht's ja. Also so wie ich das haben möchte, im Prinzip ist das schwierig zu. Oder ich muss das. Wo ist der Hof? Hier gibt es so eine ganz, ganz blöde Ecken. Ich weiß nicht, ob wir das kaufen können. Ne, ob das alles zusammengehört. Ich meine, ich kann es ja kaufen, das ist ja vom Wert her, ist das ja. Ja, und dann muss man sehen, ob wir da den Bereich bauen dürfen. Wenn das funktioniert, ist gut. Und wenn nicht, muss man halt ein. Na gut, wenn ja praktisch ja. Trotzdem gehen, dann müssen wir halt. Das Objekt halt genau an der Grenze setzen, wo es halt geht. Und. Ist doch halt mal so, ne? Geht doch ein bisschen rum. Ja, rechts das Feld hatte ich gerne gekauft, aber Kartoffeln ist nicht mein Ziel. Also da würde ich erstmal sagen, nee. Vor allem bei der Größe. Ein Kartoffelfeld wäre ja so nicht das Schlupf das Problem, aber die Größe ist das Problem. Und mit Produktion will ich hier so im Großen und Ganzen nicht arbeiten, sondern eher mit, ja, zusammen im globalen Markt die Produkte halt dort verkaufen und näher später, so wie der Bedarf halt ist, entweder in Thüringen oder in Crossing einkaufen. Kommen wir da rum? Ja, irgendwie geht schon was. Lass mal rollen. Naja, gut erwartet. Ah, ich muss dann auch den anderen den wegfahren, den mit der Aussaat. Die Aussaat ist fertig. Ist jetzt keins mehr da. Wo alle Fläche ist komplett mit Mais ja, gelegt, kann man sagen. Ne? Überladerwagen funktioniert, nur schwierig wird es nur, wenn mit Dünger geht. Ne? Dann ist es schwierig, weil. Kommt ja von hinten nicht nach vorne ran, ne? Dass man da praktisch mit dem Dünger mit bestücken könnte. Und seitlich kommt man nicht ran, dann macht er nicht auf. Beziehungsweise die Maschine gibt da nichts rein. Düngermäßig kommt da nicht hin. Saatgut klappt, aber Dünger halt nicht. Da müssen wir halt das altmodische machen mit Big Bags und mit einem Radlader, ne? Anhänger rauf und dann, wenn es mal soweit ist, ne? Wo ich eigentlich hier mit Dünger, Kunstdünger nur ergänzen möchte. Also das ist, ich sag mal so, wir haben genügend Gärreste davon. Da kann man das ruhig nutzen, ne? Wäre ja Quatsch, wenn wir verschenken würden. Ist ja eine Kostenfrage. Dünger kaufen. Wäre teuer, wenn nur bestenfalls. Ich meine, wir haben hier jetzt aktuell im 22er keinen Spezialdünger. Ne? Also wenn das mal so wäre wie bei Kettle und Kops, dann musst du sowieso entsprechend da zukaufen. Düngerproduktion ist ja an sich auch unrealistisch normalerweise. Das ist halt mal so. Das ist. Man könnte das theoretisch, ja, aber ob die
So körnermäßig funktionieren würde, glaube ich, eher nicht, weil da sind ja Mineralien aus der Erde, ne? Also Kalisalze meinetwegen, und das ist ja alles. Und dann wird es entsprechend so gepresst und ergänzt mit Spurenelemente. Wer sich Dünger kauft im Baumarkt für den Garten, da steht ja alles drauf, was drin ist. Ne? Und das kriegst du mit Mist, dem sie nicht, man kann zwar mit Kompost dann im Garten gut ergänzen, aber dann kriegt man sicherlich nicht das, was man haben möchte, ne? 100% hier nicht. Also für den Garten reicht es aber normalerweise. Ich habe früher auch mal ein bisschen versucht, mit Kunstdünger zu ergänzen. Meine Mutter hat das mal nicht mitbekommen. Ich habe mir so gesagt, wenn wir schon einen Garten anbauen, also dann muss es auch lohnen, also dass man die Ernte auch dann, also zumindest ein Ertrag so ist, dass man dann die Arbeit sich auch gelohnt hat. Und mal dazu sagen, der Arbeitskollege von meiner, die Arbeitskollegin, deren Mann war bei der Agrarflieger gewesen, und die haben bei der LPG immer Kunstdünger gestreut. Die haben früher das mit dem Flugzeug gemacht. Die haben keine Spuren reingefahren. Herbizid und so wüsste ich jetzt nicht, kenne ich so nicht, ob sie das gefahren haben. Jedenfalls haben sie da, hat er dann, weil der Flugplatz war genau unser Grundstück mehr oder weniger. Und da hat er mal was fallen lassen, ganz kurz. Schauer, ne? Also gartenmäßig, da hatten wir, gut. Wir haben auch guten Boden, schweren Boden, Lehm. Auch relativ lange nass, also Gießen war nicht notwendig. Hat meine Mutter auch nicht gerne gemacht, weil Wasser auch so teuer war. Na gut, Wasser teuer. Heute sowieso, heute wird sie niemals gießen. Also entweder es wächst oder wächst nicht. Ne? Aber Gemüse muss ja eigentlich ein bisschen gegossen werden. Aber von der Wasserleitung her ist es ungünstig, weil es zu kalt ist. Und ja, Regenwasser hält halt nicht ewig vor. Ne? Wir haben zwar auch so einen Tonnen zu Hause Regenwasser. Ja, aber das ist auch nur sporadisch. Ne? Also ist ja halt so. So, Laden liefern Gäre ist 30%. Ja, mal gucken, das eine geht ganz schön runter. Das funktioniert, wie es aussieht. Ach, geht gerade voll. Ja, okay. So, hätten wir es hier alles, ne? Zack. Jetzt mal weg. Naja, heute wieder der erste Arbeitstag. Eine neue Woche. Eine Woche schon gearbeitet. Beziehungsweise 4 Tage, das wollen wir noch mitnehmen. So. Gut. Ja, so groß im Ganzen geht's. Ich zähle bei den Ballen aber nicht mit, das ist jetzt mehr. Ja, mal ein mehr, immer weniger. Ertrag war hier meistens, naja, nicht ganz so schön, ne? So, komme ich hier durch. Ich wollte ja eigentlich mal den Wald hier abholzen bis zum Weg und den der Wiese dazu machen, wenn die dazu kommen. Muss ja mal das Geld für da sein, ne? So. Ja, das ja. Holt ab. Wir müssen drüber. Aber er ist noch nicht fertig, wie aus. Können wir ja den Traktor nehmen für. Na, jetzt kommen wir nicht drauf. Zum Mähen für die andere Fläche. Und wie sieht es hier aus? Das waren das 32. Ist schon Silage. Das ist ja schön. Tatsächlich. Das war glaube ich zum Schluss. Ist ja auch nicht jetzt so wichtig, dass ich das jetzt reinbringe. Ich möchte ja das erste halt ja verkaufen und das dann versetzen. Das ist ja hier Platz normalerweise. Er kann ein bisschen mal rüber, ein bisschen dichter ran. Hier müssen wir eh abgeben und hier kommt es ja raus. Und das kann dann so gesehen ja an sich fast dicht dran sein. Ne? Also nach hinten passt schon so. Aber halt da hinten
Da kann das Heulager praktisch bis zu der Kante, wo es hier, ne, da kann man hier wieder schön Schotter machen und dann kriegen wir zwei nebeneinander, wenn das mal leer ist. Ansonsten, hier geht ja Heu hin. Das ist jetzt, wenn ich jetzt vorsetze, verschenke ich wieder Platz. Ne? Aber ich will nicht extra umbauen, das ist das ganze Problem. Oder ich fange hier vorne irgendwo an. Hier muss ja, das müsste normalerweise, so passt ja. Aber, wie man da bringen einige Ballen da hinten raus. Das müsste eigentlich noch ein Stückchen nach vorne. Obwohl, das kann so bleiben. Ah, juckt. Ja, und dann ja, könnte man theoretisch hier anfangen mit müssen auch normale Silage einbringen, ne? Also hier anfangen. Nur eins und dann nach vorne springen. Also zwei, drei müssten hier noch hinpassen fast. Aber wir haben jetzt genügend Silage da, ballmäßig, und das muss ja irgendwie untergebracht werden. Ja. So. Und hier kann auch noch mal Silage rein, denke ich mal. So. Mineralfutter. Haben genug. Reicht mal aus. Silage. Ja, muss nicht heute gemacht werden. Also hier mindestens 2, 3 und dann, wenn das versetzt wurde, das kann man ja auch theoretisch umsetzen, ne? Theoretisch, wenn man es wollte. Weiß ich, hier hinter noch einen hinter und dafür da wissen sich daran. Also irgendwie. Weil der kommt ja hier dann auch weg und dann richtig daran. Weil wir müssen die Gegenstände wieder nutzen, ne? So, mal gucken, den Kurs kopieren vom, der gerade beim Schattenball ist. Den anderen halt. Wo bist du? Und der hat noch ein paar Waren zu machen. Und hier muss auf jeden Fall Stickstoff drauf. Da oben kommt mir entgegen. Und ja, Arbeit, aber also Kalk auch. Aber bis wir hier Gülle ausbringen können. Ich meine, schön wäre es normalerweise, wenn zum 1. Mai das gedüngte Kalk ist. Ja, das erstmal wächst, schon mal was zu sehen ist. Vielleicht können wir auch, nachdem der Wachstum durch ist, das erste Mal nochmal nachdüngen. Das kann ja theoretisch vielleicht noch gemacht werden. Man sieht, jetzt brauchen wir was rauf, ne? Also aktuell ist null, nichts. So, den Kurs haben wir jetzt mal kopieren. Na, immer ganz gefährlich, wenn ich mit der Maus, mit dem Mauspfeil auf dem Nachbarmonitor bin, dann springt mir der Monitor weg, die Sicht. Ja, und dann ist es, könnte es ein bisschen ruckeln, ne? Das ist ungünstig, ne? Bei Icarus ist es sogar lebensgefährlich. Könnte ja ein Tier hier beißen, ne? Und die so um die Ecke bringen. Ja, wie gesagt, hier wollte ich hier umbauen. Zumindest hier planieren. Die erste Ecke. Diese Sino praktisch eigentlich genau beim Zaun und die hinteren drei nach vorne, also da hinten verlegen. Damit Cosplay-Fahrer da ein bisschen besser zurechtkommen. Ich muss die Kurse nur nach hinten verschieben. Also von daher, weil ich muss da mal sehen, ist noch nicht leer. Ne? Das ist ja mal ganz gut, dass noch nicht leer ist. Weil das Mais soll ja eigentlich bis zum nächsten Ernte reichen, was ich nicht glaube. Aber das ist ja erstmal nebensächlich. Deswegen plane ich ja, da nur Mais reinzubringen. Den alten Kurs hinfügen, ne? So. Wir müssen den nochmal rauffahren. Dann stehen wir hier im Wege und das ist ungünstig. So, dann ist der fast. Der ist fertig, würde ich behaupten. So, noch nicht ganz.
Ich würde aber jetzt da noch nicht starten lassen, weil meistens sind sie meistens sehr, sehr. Die haben das Timing, dass ich dann genau da treffen, wo sie nicht sollen. Ne? Das Ding ist voll. Und der hat sich irgendwie da eingesetzt. Das klappt halt hervorragend. Ne? Das einzig Blöde ist, dass die beiden sich. Dass der hintere zuerst leer gemacht wird und dann der zweite. Das ist einzig, was ich jetzt meckern müsste, ne? Aber ist aber auch hohem Niveau. So, der muss zum Hof. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Maisfeld machen würde. Das bin mir aktuell. Und hier war ich eigentlich ohne Trag, also mal zu sagen, also. Das erwarte ich eigentlich. Körnermais brauche ich hier nicht. Aber ich könnte ja theoretisch, wenn das Geld reicht, noch ein Maisfeld kaufen. Ne? Mai ist, glaube ich, letzter Termin. Ne? Also mal gucken. Ich muss ja jetzt aufpassen. Ich will ja die Gerste zur Silage machen. Die eigene jedenfalls. Also hier praktisch. Das müsste Weizen sein. Also 1, 2, 3. Noch ein Feld. Also das wollte ich alles für die Lage machen. Gerste ist aber, glaube ich, reif. Wird reif im Juni. Dann müsste ich im Mai das ernten. Und dann gibt noch Mais. Mais fürs Mai. Also theoretisch könnte man da noch ein Feld nehmen und Mais auspflanzen. Theoretisch. Der ist dafür ein bisschen zu stark zum Aussagen. Ne? Also wäre vielleicht mal probieren, ob das klappt mit Geres ausbringen, weil die fahren relativ langsam. Und aber für Aussaat ist der jetzt zu kräftig, das ist nicht notwendig. Ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Im Realleben wäre es ja, ja, dann wäre es eine Liebhaberei, ne? Was mit so einem großen Traktor dort machen würde. Gut, wenn wir jetzt ein echt spielen würden, was so reell wäre, dann müsste man fast 28 Tage im Monat das einstellen und alles selber machen. Mehr oder weniger. Und das wird dann irgendwie ich drücke mir mal so aus, als wäre irgendwo langweilig. Weil es tagelang die gleiche Arbeit wäre. Das wäre ja, für keinen interessant und man kommt mir ja auch nicht vorwärts. Ne? Das ist das Nächste. Das hat ja auch das Nachteil bei RS, dass die Modkarten, die wirklich Thüringen kamen ein Jahr später, ne, als die Original rauskam. Ich meine, er macht es alleine, soweit ich weiß, und das macht Heta Effect Action auch so. Gut, der Caster macht hier, das glaube ich, ist die dritte oder zweite Version. Ich glaube die dritte. Ne, zweite. Zweite. Und da musste man neu anfangen. Neuen Spielstand. Aber so macht er keine mehrere Versionen. Das ist immer. Wenn, dann ist es fertig, ne? So. Aber ich mache das ja im Prinzip so, das Geld schreibe ich mir gut. Ich kaufe mir die Gebäude und die ich vorher auch hatte. Und dann ist das erstmal gut, ne? Schreiben wir hier hin. Dann ist das perfekt. Rein theoretisch. Praktisch. Ja, das ist gut. Zufall, ne? Blockiert. Weil er mit dem Zaun nicht klarkommt, na, das macht nichts. Der war fertig. Und ich habe ja noch. Oh, hier ist. Was ist da oben nicht gemacht worden? Stickstoff. Müsste ich doch, lass mich mal hinspringen, ne?
alles perfekt. Weiß gar nicht, was er hat. Ich mache jetzt aktuell Weizen und dann nach Weizen wollte ich eigentlich Mais machen. Ja, 1-0, also oder Gerste. Ja, kein Verlust in dem Sinne sein, ne? Müssen ja die Früchte nehmen, die wir brauchen. Und das ist ja halt. Das wollte ich gucken. Weiter. Ja, passt schon. Jetzt bin ich Personalfreiwolke. Achso, hier. Warum hier nur 41 ist? Der Oberwert. Der Oberwert ist. Jetzt habe ich wieder das komplett. Da kriege ich noch nicht weg. Ja. Und das muss ich halt jetzt im Mai dann ernten. Ne? Wenn das perfekt läuft, schwatten und dann gleich Ballen pressen. Hier mit 142%. Aber wie gesagt, dann mal gucken. Unkraut. Mein zum Häckseln ist völlig wurscht. So, den wollte ich. Ich wollte gucken, welche Wiese ich fahren wollte. Da sind ja Zuckerrüben drin, die brauche ich auch. Zugekauft. Ich glaube Weizen. Auch zugekauft, ausgesät. Und die Wiesen, die 38, die 31. 22 habe ich nicht. Das Kandivinitisfeld müsste man anlegen. Und hier so ein Ding. Ja, da würde ich den Wald dann wegnehmen wollen. Das war sehr hügelig, die Ballen rollen weg, ne? Da ist 92, das passt. Und dann war hier noch ein Feld. 43. Muss ich gucken, und da mal, ob da was gemacht werden muss. Ne? Man muss immer in die Mitte reingehen. Also, da am Rand kann natürlich sein, dass man nicht gedüngt wurde. Ja, im Grunde passt das schon. Ne? Müssen wir halt nächstes Mal schauen. Ich glaube, wir den kriegen nicht. Gut, welche Wiese nehmen wir? Aber hier vorne, ne? Die 31 und dann die 39. Und dann springen wir rüber. Die 39 ist schon drüben. Aber wie gesagt, die 31 muss man hier gemacht werden. Und der Ertrag ist hier wirklich schlecht. Ich fahre mal kurz ran. Und checken mal die Ballenpresse los. Dass er das schon mal erledigen kann. Dann kann hier auch mehr geschottet werden. So. Ja, ich muss, ja, jetzt haben wir es ein. Das muss ich noch machen. Ich kann es für morgen eintragen, dass es da. Der andere ist fertig. Würde ich meinen. Mit Schwatt war nicht fertig. Aber der ist fast fertig. So, Schild nehmen wir nicht mit. Das ist typisch, aber egal, das ist ja fast fertig. So, und den schicken wir mal. Ersten Punkt. Mal pariert, ne? Also das sind Gras fest wie sonst was, ne? So. Ja, Lischauer, das soll schon vorher gewesen sein. Ich sag mal schönen Dank fürs fleißig reinschauen. Ich sag mal tschüss, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Morgen geht's hier weiter. Ja, wir lassen arbeiten, ne? Ja. Und dann muss der rüber zum Schwatten und der muss zum nächsten
Wiese, Gras mähen. Und dann, wenn hier fertig ist, dann kommt noch ein Dünger, Kalkstreuer, nee, Quatsch, ja, Kalk. Kalk muss rauf und ja, Gärreste mit einem anderen Streuer vom Hof abholen. Wird diesen noch wohl anderen Hof, das ist egal. Da wird ja was drin sein. Ich sage vielen Dank. Bis drei Tonnen. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.